Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Danny spielt das heute ausnahmsweise mal unter der Woche am 16. Januar 2024 mit mir zusammen. Ich bin der Danny, spielt das hier auch zusammen auf dem PC. Heute am 16. Januar 2024 wurde das neue DLC Bermina Linie veröffentlicht und ich würde sagen, wir fahren einfach mal ein Szenario. Ich kann euch ja kurz zeigen, hier gibt es 5 Szenarien, die alle sehr, sehr lang sind, wie ihr seht. Also das kürzeste ist knapp 1 Stunde, das längste ist knapp 2 Stunden und auch die Fahrplanfahrten sind dementsprechend lang, das kann ich euch schon mal sagen. Also ihr seht es hier. 10 Minuten, das ist Rangierarbeiten, dann geht's los. 0:51, das sind alles Rangierarbeiten, die kurzen. Das ist noch ein relativ kurzes, aber da ist halt. Ja, okay, wir können das ja auch an einem. Wir spielen einfach mal das hier, weil die anderen sind alle sehr, sehr lang. Und dann spielen wir einfach mal ein Szenario, würde ich sagen. Wir können das ja zwischendurch stoppen. Da machen wir einfach mal Sommer daraus. Und weil ich habe nicht so viel Zeit heute. Ist unter der Woche immer ein bisschen schlecht, aber ich wollte euch dennoch ein kleines Video zeigen, wie sich dieser Zug darstellt und die Strecke darstellt, wie der Zug sich fahren lässt, die Strecke testen und. Wie gesagt, ich fahre jetzt auch nicht nach Fahrplan. So, R4624 Paschiavo aus Pizio Bernina, es ist 6.28 Uhr, fahren Sie diesen Zug nordwärts zum Bahnhof Ospizio. Fahren werden wir die Allegra 812 RHB 156 Tonnen, 6 Bahnen im Zugverband und 99,2 Meter lang. Auf der Strecke Bermina Linie und ich würde sagen, wir starten das Ganze einfach mal. Liebe Fahrgäste, das Zugteam der Rätischen Bahn begrüßt Sie im Regionalzug nach Cavalia, Alp, Grüm. Und wünscht eine angenehme Reise. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Allegra. Signore e signori, il personale di bordo della ferrovia retica vi dà il benvenuto a bordo del nostro Reggio, servizio per Cavagila, Alp Brum, e vi augura buon viaggio. In caso di domande, riferitevi al personale di bordo. Allegra, ladies and gentlemen. The train crew of the Rhaetian Railway welcomes you on board our Regio service to Cavalia, Alp Grum, and wishes you a pleasant journey. If you have any questions, the train crew will be happy to answer them for you. Ja, und das sind diese Ansagen, die ja angekündigt wurden in 3 verschiedenen Sprachen. Und jetzt nur eben noch, genau, zack. So, sollen wir noch bis 6.30 Uhr warten? Das gibt uns natürlich die Gelegenheit, uns hier ein bisschen umzusehen. Was ein Panorama, oder? Schaut euch das bitte mal an. Das ist doch einfach nur geil. Einfach nur wunderschön. So, ich versuche das mal irgendwie hier drauf zu kriegen. Einigermaßen. Ja, ich denke, das geht. Das geht. So, ich habe jetzt, glaube ich, an beiden Seiten die Türen aufgemacht, oder? Nee. Doch nicht. Okay. Das ist also die das neue Rollmaterial, beziehungsweise der neue Zug. Sieht fast aus wie ein Flirt. Also wirklich ein wunderschönes Panorama, muss man wirklich sagen. Fantastisch. Fantastisch, muss ich ehrlich sagen. So, wir können die Türen verriegeln, das tun wir. Dann würde ich sagen, können wir doch eigentlich auch abfahren, die Bremse lösen. So, und dann versuchen wir mal hier Geschwindigkeit zu bekommen. Irgendwas vergessen?
Haben wir jetzt nicht. Dann ist gelöst. Türen sind geschlossen. Das ist jetzt hier das Problem. Die Türen sind doch geschlossen. Wieso habe ich einen Güterzug hinten dran? Na egal. Verstehst du, warum fahren wir jetzt nicht ab? Was habe ich denn jetzt doch falsch gemacht hier? Warum fahren wir nicht ab? Soll das denn? Ah, das war das Problem. Wie gesagt, man muss sich auch erstmal damit zurechtfinden. Verzeiht mir bitte, wenn ich da nicht alles richtig gemacht haben sollte. So, 55 km/h dürfen wir fahren. Was habe ich denn hier vorgewählt? 30 dürfen wir ein bisschen aufschalten. So. Wie gesagt, das ist alles gar nicht so einfach. Wunderschön, das ist wieder viel zu schnell, aber das ist jetzt auch nicht ganz so tragisch. So, bremsen wir das Ganze mal ein bisschen. Dann fahren wir hier den Berg hoch. 7,2%, das ist schon ordentlich. So steil hatten wir es bisher noch nicht. ZS. Kann man das eigentlich auf dunkel stellen? Wahrscheinlich, oder? Nee, kann man auch gar nicht. Oh, okay. Das, oh, gleich 100. Ach, 30 plus. Machen wir das mal. Also das funktioniert wie die AFB, aber mit der Taste F. Ja, praktisch dann den Geschwindigkeitsregler runter regeln auf die geforderte Geschwindigkeit und dann funktioniert das. So, was ein schönes Panorama, was ein wunderschönes Panorama. Wunderschön. Mega geil. Mega geil. Bitte natürlich ein bisschen gemächlich den Berg hoch, aber so ist das nun mal bei einer Schmalspurbahn. Das ist kein Fernzug.
eine wunderschöne Aussicht. Wirklich, also absolut traumhaft. Übrigens, für alle, die sich das dieses DLC jetzt noch besorgen wollen, das Angebot ist leider seit 19 Uhr abgelaufen. Jetzt kostet das Ganze wieder 35,99 €, also der reguläre Preis. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. So, das wäre jetzt der Fahrplan. Aber wie gesagt, so weit fahren wir nicht. Das machen wir dann am Wochenende in aller Gemütlichkeit. Das ist jetzt nur euch, um das zu zeigen, zu präsentieren, weil ich einfach nicht mehr Zeit habe. So, es reagiert auch mit den Screenshots. Naja. Hauptsache, er hat Fotos gemacht. Was ein wunderschönes Panorama. So, die bleiben da unten rechts in der Ecke. Da ist also verschwunden. Okay. Wirklich eine richtig schöne Strecke, das muss man einfach mal so sagen. Schaut euch das Panorama mal bitte an. Das ist doch einfach nur geil. So, jetzt geht's durch den Tunnel, da steigen wir mal ein. Das ist schon wieder viel zu schnell. Wie gesagt, die Geschwindigkeiten sind hier nicht gerade besonders hoch, aber das ist auch, wie gesagt, ihr seht ja auch die Kurven hier, das ist das schon, da ist das schon gerechtfertigt, dass das so solche Geschwindigkeiten sind, solche gering, weil man einfach hier, weil das ja einfach sicherheitsrelevant ist, weil die solche Steinkurven man damit 40, 50, 60 durchfahren würde, ich glaube, das würde nicht gut enden. Wahrscheinlich im Gleis und hier in die Steinmauer. In der Steinmauer hängen. Das wäre natürlich alles andere als erstrebenswert. Das dürfen wir 30, dann machen wir das natürlich. Wie gesagt, das mit dem Geschwindigkeitswender ist wie beim AFB auch aufschalten R, abschalten F und wie gesagt, tut sich nichts. Noch eine Steigung von 7%. Wir fahren hier wirklich den Berg hoch. Aber das Tollste an dem DLC finde ich wirklich die Aussicht hier. Schaut euch das mal an, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Und die Ansagen natürlich. Das gab es ja im TSW überhaupt noch nie. Weder in 1, 2 oder 3. Und jetzt hat man es wirklich hinbekommen, mal hier Ansagen zu verbauen. Würde mir das auch für die deutsche Strecken wünschen. Also wirklich so im Fernzug. Also das wäre wirklich genial. Wenn man jetzt zum Beispiel von München nach Augsburg fährt oder von Köln nach Aachen oder Hamburg-Lübeck, wenn man da dann in den Fernzügen wirklich Ansagen verbaut oder auf der Langstrecke Kassel-Würzburg. Schon echt geil. So, ihr seht auch, wie verwunden das Ganze hier ist. Ihr seht es ja an den Kilometern. Wir waren vorhin schon mal auf 2 Kilometer, jetzt sind wir wieder bei 2,3. Also das ist wirklich hier. Wir fahren hier einmal um den ganzen Berg herum, einmal den Berg hoch. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie steil das hier ist. Absolut mega.
ZS ähnlichte SIFA. Deutschen Vorbild. Also wirklich, ich bin schwer begeistert von der ganzen Aussicht hier auch. Wahnsinn, wirklich. Das ist wirklich genial, also. Schaut euch das bitte mal an, das Tal da, der Nebel, das ist doch einfach nur geil. Das ist doch einfach nur geil. Entschuldigung, aber es ist so. Ich weiß ja nicht, warum der hier mit dem Screenshot so verspätet ist, aber naja. Lassen wir das einfach mal so. So, wir haben jetzt gleich gelbes Vorsignal. Das mich ein bisschen wundert. Also wirklich wunderschön. Das kann man einfach nicht anders sagen. So, wir sind schon wieder im Tunnel drin. So, wir haben aber kein rotes Hauptsignal. Zumindest sehe ich keins. Da ist auch nochmal gelb. Und dann kommt doppelgrün. Aber rot habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also, da wundern mich die gelben Vorsignale etwas. Ich würde sagen, wir fahren bis zum ersten Halt und machen dann Schluss, weil ich einfach nicht mehr Zeit habe heute. Jetzt weiß ich auch, warum wir für die 2,5 Kilometer noch so lange brauchen. Weil wenn wir hier natürlich so die Kurven fahren und Kilometer mal mehr statt weniger werden, dann ist das kein Wunder. Aber jetzt haben wir es geschafft mit der Steigung. Ihr seht's. So. Ist wieder ein gelbes Vorsignal oder ist es keins? Doch. Mittlerweile schon orange, das bedeutet eigentlich in der Regel, dass der Bahnhof nicht mehr so weit ist. Ab 1,9, ab 2 Kilometer, ab 1,9 Kilometer fängt das ja auch dann auch grundsätzlich schon an, orange zu werden, auch in den normalen, auf den normalen Strecken, auch auf deutsche Strecken. Von daher kommen wir dem ersten Halt so langsam näher und auch dem Ende des Videos. Wie gesagt, ich habe heute einfach nicht mehr Zeit, es tut mir furchtbar leid, aber wenn man arbeiten muss und so weiter, dann ist das halt leider nicht zu ändern. Ihr kennt es mit Sicherheit selber. Aber vielleicht habe ich auch am Donnerstag noch etwas Zeit, da habe ich frei aus bestimmten Gründen und vielleicht habe ich da auch Zeit, euch ein längeres Szenario, euch ein längeres Video mit diesem DLC zu bieten. Ansonsten auf jeden Fall am Samstag, am kommenden Wochenende auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall eins der Videos sich mit der Bemina-Linie befassen und ein anderes Video wird sich noch mit einem anderen Zug befassen. Auch einem durchaus einem Zug, der im ausländischen Europa bzw. im ausländischen ja auch zu finden ist, sagen wir mal so, der durchaus auch ins europäische Ausland fährt, so kann man sagen. Aber dazu dann am Wochenende mehr. So, jetzt geht es glaube ich noch ein bisschen bergab hier, oder? Jetzt haben wir eine 2%ige Steigung noch. Ach, wir dürfen ja schon viel schneller fahren. Machen wir das doch. 45 und noch richtig Gas hier. Also wie gesagt, die Beschleunigung von dem Fahrzeug ist gigantisch. Also wirklich. Also daran hapert es nicht. Die hat wirklich eine ordentliche Beschleunigung.
hat der eigentlich auf dem Tacho stehen? Das würde mich jetzt mal interessieren. 120, das reicht aber auch. Ich denke mal, dass wir auf diesen Strecken wahrscheinlich gar nicht wirklich an diese Geschwindigkeit rankommen werden. Bei den Kurven hier, das kann ich mir 120 einfach nicht vorstellen, absolut nicht. Schon wieder zu schnell, es geht hier wahnsinnig schnell, also die Geschwindigkeitsveränderung, Wahnsinn. Noch zu schnell, gibt's ja gar nicht. Jetzt. Haben wir den Halt verpasst? Nee, oder? Hä, was ist denn? Nee, aber. Wir haben den Halt nicht verpasst, oder? Bin ich jetzt völlig behindert? Nee, wir haben den Halt nicht verpasst, der. Jetzt schon wieder wer mit den Kilometern. Ich habe keine Ahnung, was geht denn jetzt hier ab? Wir waren doch schön bei 1, irgendwas. Warum sind wir denn jetzt schon? Boah, was ist das für eine Strecke? Eine nie endende. Jetzt weiß ich auch, warum die Fahrten so teilweise so lang sind, die Szenarien. Ey. Bei den Fahrzeiten ist ja kein Wunder, wenn man für 2,5 Kilometer fast eine halbe Stunde braucht. Ist ja irre. Verpasst. Aber mich interessiert ja, ob die Ansage kommt, wenn wir uns dem Bahnhof nähern. Wenn wir denn irgendwann mal ankommen. In Italien, ne? Schweiz, Italien? Ne, ist Italien. Cavalcia. Ich kann jetzt. Italienisch ist auch nicht meine Stärke, aber ihr könnt es vielleicht aussprechen. Ich glaube, jetzt kommen wir aber näher. Jetzt so langsam nähern wir uns dann doch dem ersten Halt. Also ich glaube, die Fahrt von dem vom einen Punkt zum nächsten, die füllt das ganze Video schon. Das ist ja schon eine halbe Stunde dran. So, hier sollte man sich tunlichst fernhalten. Also ich glaube, so für die Wanderung ist das hier, glaube ich, echt gut so, aber auch gefährlich. Schlecht. So, jetzt sollten wir uns doch mal so langsam auf unserem ersten Halt hier vorbereiten.
aussprechen, wenn das könnt, aber es wird mit Sicherheit anders ausgesprochen. Ich bin da nicht so fit. Auf jeden Fall hat das echt Potenzial. Also mir gefällt es. Das waren die 32,39 Euro doch wert. Muss ich auch wirklich sagen. So, jetzt geht es nochmal zum letzten Mal im Tunnel rein. Dann dürften wir gleich an unserem ersten Halt ankommen. 660 Meter gleich noch. Genial, die Ansagen sind einfach nur genial. Genial, also Cavalia, hier kann man sogar ein bisschen Italienisch lernen, bei dem ganzen DLC, das ist doch wunderschön. Cavalia wird das also ausgesprochen. Also diese Ansagen, das ist wirklich top, das ist wirklich, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Die Strecke ist schön, die Aussicht ist schön, der Zug ist schön, die Ansagen sowieso, also mir gefällt es wirklich. Es gibt natürlich immer wieder Stimmen, die sagen, dem ist das Ganze zu teuer. Klar, es hat seinen Preis und ich finde auch, Leute, die das Ganze umsonst bekommen, ist unfair denen gegenüber, die halt dafür bezahlen müssen. Und die bekommt es auch noch einen Tag früher. Also das ist noch die nächste Sache. Aber ja, da muss jeder, hat da seine eigene Meinung zu. Ich habe meine Meinung, es ist unfair von DTG, unfair der zahlenden Bevölkerung oder der zahlenden Community gegenüber. Ist meine Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es ist nichts gegen diejenigen, die das umsonst bekommen, die das einen Tag früher bekommen. Das ist wirklich nicht gegen die Leute. Es ist wirklich unfair von DTG aus. Das ist meine Meinung. Wir sollten jetzt mal anhalten hier. Hört doch an. So. Das hätten wir soweit. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Fotomodus rein, damit uns hier ein bisschen mehr Stille haben und uns das Ganze so ein bisschen begucken können hier. Also wirklich eine wunderschöne Bahn, eine wunderschönes DLC, eine wunderschöne Strecke, eine wunderschöne Aussicht. Auch hier das mit den kleinen Features hier mit der schweizerischen Flagge, Cavalia, wirklich, also Altezza. Ah, das sind die Berge. Altezza, 1693 Meter Höhe. 1693, ja. Also wirklich vom Allerfeinsten hier so eine süße kleine Hütte, dass das Bahnhofsgebäude wohl darstellen soll. Dort noch ein schönes kleines, ja, so ein Außencafé würde ich fast sagen, so eine Außenterrasse, so eine Außenbar, wo die Leute, die hier vielleicht auf den Zug warten oder gerade ankommen, sich eine Stärkung nehmen können, sich hier ein Erfrischungsgetränk nehmen können oder vielleicht auch einen Kaffee, je nachdem, wie man möchte. Und ich weiß nicht, hier kann man auch bestimmt richtig schön wandern, kann ich mir vorstellen. Also wirklich, die Aussicht ist genial hier mit den Bergen, also das ist wirklich traumhaft, das kann man nicht anders sagen, das muss man wirklich so sagen, wirklich auch hier mit den kleinen Hütten hier, mit diesen, das sind wahrscheinlich alles Ferienhäuser, würde ich fast sagen, die hier so entlang der Berge, entlang der Strecke der Schmalspurbahn hingebaut wurden, die man dann gegen ein wahrscheinlich fürstliches Entgelt beziehen kann, für eine gewisse Zeit und ja, wirklich, also mir gefällt es vom Allerfeinsten, eine richtig schöne Strecke, ein richtig schönes DLC. Wie gesagt, am Donnerstag vielleicht, aber allerspätestens am Wochenende gibt es mehr zu diesem DLC, Bermina Line mit der Schmalspurbahn, mit den Ansagen, die ja wirklich absolut top sind, also wirklich reizvoll das Ganze. Mir hat es sehr gefallen, ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch eine schöne Restwoche. Wir haben erst Dienstag. Ja, auch mir geht's so. Ich darf morgen auch wieder los. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Wenn es euch das Ganze gefallen hat, würde mich das sehr freuen, wenn ihr das in Form von einem Daumen nach oben und von ein paar netten Kommentaren zeigen würdet. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr euch dieses DLC auch besorgt habt. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Passt auf euch auf. Euer Danny Spieters. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, servus und tschüss.